euch heute mal meine Top 5 Blusher zeigen. Und ich habe euch ja einige Top 10 Videos in letzter Zeit gedreht und wollte eigentlich diesmal auch ein Top 10 Video machen und habe mich dann entschieden, nein, das wird nicht Top 10, das wird nur Top 5. Und zwar einfach deswegen, weil ich das alles so schön von mir ausgebreitet hatte, all meine Blusher, die ich am schönsten finde, die 10 allerhübschesten. Und dann ist mir aufgefallen, dass 10 davon einfach aus LEs sind. Und ich weiß, dass es doof ist, wenn man irgendwas sieht und dann findet man es schön auf YouTube und dann kann man es auch nicht nachkaufen, dann ist das irgendwie frustrierend und ich wollte euch das ersparen, ich wollte nicht, dass ihr traurig seid, dass ihr euch irgendwie ärgert und sagt, na toll, warum zeigt ihr uns das jetzt und wir können es ja gar nicht nachkaufen. Deswegen habe ich gedacht, machen wir aus Top 10 einfach mal Top 5 und dafür sind es aber wirklich 5 Produkte, die ihr nachkaufen können. Also ich habe extra im Internet nochmal nachgeschaut. Alle Sachen, die ich euch jetzt zeige, gibt es im Moment noch. Los geht's mit diesem Blush von Alverde. Das ist so ein richtig, richtig schönes Schneewittchenrot. Das habe ich schon ganz, ganz lange und benutze das immer wieder und finde es so, so schön. Das sieht im Hintergrund eventuell mit dem Hintergrund ein bisschen pink aus. Es ist aber wirklich ein schönes Rot. Also es ist das reinste Rot an Blush, was ich besitze. Und es hat aber ein bisschen pinken Unterton. Also ihr habt ein wenig Pink mit drin, aber grundsätzlich ist es sehr, sehr rot. Und es ist einfach wunderschön und gerade im Winter und gerade bei sehr heller Haut und oh, es ist einfach total toll. Also das müsst ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Dann von Catrice eins, was ich euch immer wieder zeige und deswegen zeige ich es euch jetzt nur ganz kurz. Das Apropos Apricot. Ich dachte, oh, lasse ich es raus. Und dann dachte ich, nein, es ist mein absolutes Lieblingsblush. Es ist Quatsch, das jetzt rauszulassen, nur weil ich es euch schon mal gezeigt habe. Ich denke auch nicht, alle von euch gucken immer jedes Video. Jedenfalls ein wunderschöner Apricot-Ton, der ganz, ganz unscheinbar so aussieht und auf den Wangen dann so eine wunderschöne Wärme irgendwie verbreitet. Und oh, der ist einfach ganz, ganz toll. Dann weiter zu einem, ja, orangestichigen Ton von Sleek. Dieses hier, das ist der Rose Gold und der ist so toll und der schimmert total krass. Und das ist wirklich so einer, da braucht ihr keinen Highlighter drüber. Also wenn ihr den tragt, dann schimmert ihr auf jeden Fall schon genug. Und das ist ein richtig schönes Sonnenorange und mit eben diesem Gold drin. Also dieses Rose Gold, leicht Rosé eben mit drin, aber ich würde sagen, grundsätzlich ist es mehr so eine Sonnenuntergangsfarbe, also mehr eben ins Orangene. Und der hat so ein, hat einfach einen ganz, ganz, ganz schönen Glow mit dabei. Für manche ist er ein bisschen zu schimmernd, also ihr müsst da ein bisschen aufpassen, wenn ihr Glow und Schimmer nicht so doll mögt, dann ist er nichts für euch. Aber wenn ihr auf sowas steht, dann solltet ihr euch den unbedingt mal anschauen, der ist wirklich toll. Dann ein weiterer von Catrice ist dieser hier, der ist in einer anderen Form als der erste und der hat mehrere Farben mit drin. Es gibt den auch noch in anderen Versionen, aber ich finde den hier am schönsten. Das ist die Nummer 070 Ice Caramel Macchiato. Und wie ihr seht, sind bei mir schon diese schönen Rillen, die vorher drin waren, ziemlich wenig geworden, weil ich ihn wirklich oft benutzt habe. Ihr könnt da mit dem Pinsel einmal so mehr so auf die Seite gehen, dann habt ihr ein bisschen dunkleres Ergebnis und ihr könnt ein bisschen mehr auf die Seite gehen, habt ihr ein helleres. Ich gehe einfach einmal so quer mit dem Pinsel durch, dann verteilen sich oder vermischen sich die Farben ganz gut und der ist sehr dezent. Also den trage ich gerne bei Make-ups wie diesem hier, wenn die Augen sehr, sehr betont sind oder auch wenn der Mund sehr betont ist, trage ich gerne sowas, weil der so einen schönen, einfach ein schönes Ergebnis macht. Also euer Gesicht sieht dadurch so ein bisschen wacher und gesünder aus, aber ihr habt nicht gleich diesen Blusher-Effekt. Und das mag ich wirklich gerne, wenn irgendwo anders im Gesicht viel, viel los ist und man beim Blush ein bisschen dezenter gehen möchte, dann kann ich euch den empfehlen. Dann machen wir weiter mit einem, den ich auch schon richtig lange habe und den man, soweit ich weiß, nur bestellen kann. Ich kenne keinen Laden, wo man ihn kaufen könnte. Und das ist von Beauty is Life. Das ist eine Marke, die ich wirklich gerne mag und auch schon lange kenne und es schade finde, dass sie gar nicht so verbreitet ist. Und das ist die Farbe 0910 Cassis und das ist ein wunderschöner Beerenton. Ich nehme die Kappe ab, weil die nicht mehr so ganz hält, was einfach daran liegt, dass ich ihn tausendfach irgendwie in der Handtasche rumfliegen hatte und irgendwann gehen die Sachen dann doch kaputt. Und der ist einfach nur toll. Nur toll. Den könnt ihr total gut auch so im Winter tragen, wenn ihr sehr helle Haut habt. Dann macht der auch ein bisschen Schneewittchen-Effekt und ihr könnt ihn total schön
zu rauchigen Make-ups, zu rauchigen Augen-Make-ups tragen oder zu Nude-Lippen oder so. Der passt eigentlich zu fast allem. Und wenn ihr ihn ein bisschen kräftiger auftragt, habt ihr richtig schöne Apfelbäckchen. Wenn ihr ihn weniger auftragt, habt ihr nur so einen ganz feinen, zarten Hauch von Farbe. Also den liebe ich sehr und der kommt immer wieder in meine Favoriten. Also wenn ich mich für zwei Blushes entscheiden müsste, die meine absoluten Favoriten sind, dann sind es wirklich diese beiden hier. Und ja, den krame ich immer wieder aus und trage ihn einfach immer, immer wieder. Das war's zu meinen Lieblingsblushern. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen ganz zauberhaften Tag und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.